Ich stehe hier vor meinem Porträt auf diesem Wahlplakat, weil ich mich damit für die Kandidatur des Bürgermeisters in Herten bewerbe. Warum ist es mir so wichtig, als unabhängiger Kandidat anzutreten? Weil ich alle Menschen über die Parteigrenzen hinweg, alle Vereine, Verbände, Firmen dazu einladen möchte, sich an der Gestaltung unserer Stadt zu beteiligen. Ich werde dabei von SPD, CDU und FDP unterstützt, darüber freue ich mich sehr. Darüber hinaus möchte ich aber auch nach meiner Wahl alle demokratischen Kräfte zusammenholen, damit wir das Beste für Herten erreichen. Die Vision für meine Arbeit ist, dass wir in 10 Jahren die familienfreundlichste Stadt im Kreis Recklinghausen sind. Was meine ich damit? Ich möchte gerne mit allen Beteiligten und Akteuren hier in Herten dafür arbeiten, dass sich Kinder, Familien, ältere Menschen hier wohlfühlen, dass wir gute Bedingungen schaffen für Ausbildung, für Bildung, um gute Karriere zu machen, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass man hier gut wohnen kann, dass wir mobil sein können, dass wir Herten gut verlassen und wieder zurückkommen können, wenn wir Freizeitangebote suchen, aber dass wir auch selber uns mehr bemühen um eine gute Aufenthaltsqualität, um viele Orte, wo wir uns begegnen, damit wir ein gutes Gefühl für diese Stadt kriegen und Herten so weiterentwickeln. Das meine ich auch mit meinem Leitgedanken für die konkrete Arbeit, gemeinsam das Beste für Herten. Dafür werbe ich und ich freue mich auf eure und ihre Unterstützung und danke euch ganz herzlich für euer Vertrauen.